News und Talks für Gebildete. Ja, also einerseits ist es wirklich etwas völlig Verrücktes, dass, oder etwas Schizophrenes, dass bei den Fridays for Futures Demonstrationen ständig skandiert wird, System Change, not Climate Change und ähnliche Dinge oder Antikapitalister und so weiter, aber man im Prinzip ja eigentlich nur kooperiert mit erzkapitalistischen Wissenschaftlern von den Scientists for Future 1, also die durch und durch Kapitalismusfreunde sind und Kapitalismuserhalter sind sozusagen. Und man redet mit dem Siemens-Chef, obwohl der ja eingefangen ist in die kapitalistischen Sachzwänge und eigentlich gar nichts anderes entscheiden kann, als seine Verträge einzuhalten. Anstatt dass man mit denen redet, die dem Siemens-Chef neue Rahmenbedingungen setzen wollen und können, die da dann dazu führen, dass er sozusagen Umweltreparatur zum Konzernziel machen muss durch die neuen Rahmenbedingungen. Ja? Also und dann eben, wie gesagt, unser Wirtschaftssystem ist eben, schreibt KenFM. KenFM schreibt unter seinem Gespräch mit Professor Max Otte und Dr. Markus Krall und zwei anderen Wissenschaftlern oder Leuten, schreibt er, unser Wirtschaftssystem sei irgendwie auf Gewinnmaximierung gepolt. Das ist nicht wahr. Unser jetziges Wirtschaftssystem ist gepolt auf Gewinnmaximierung auf Kosten der Gesundheit und des Lebens von Menschen und auf Raubbau an der gesamten Natur, egal ob dieser Raubbau dann wieder über Vergiftung oder ähnliche Dinge dann auch wieder Menschen schädigt. Also unser jetziges Wirtschaftssystem ist ein über Leichen gehendes System, über kranke Menschen und Leichen hinwegsteigendes System. Müssen wir uns nochmal klar machen hier, also Evolution, also ab dem Moment, wo wir den Tauschhandel erfunden haben, also das wäre jetzt mal vergleichbar mit dem Finden eines Wildkohles, wir erfinden den präkapitalistischen Tauschhandel. Und daraus resultieren, werden bestimmte Dinge gezüchtet, hier zum Beispiel verschiedene Kohlsorten sozusagen, also Variation und Selektion. Ja? Und was wird im Kapitalismus gezüchtet? Was wird im Tauschhandel gezüchtet? Da wird das über Leichen gehen und über Menschen gehen gezüchtet. Ja? Schauen wir uns das doch nochmal hier in Ruhe, also ganz kurz nochmal an. Also, wer im Kapitalismus ein Wahrheitsmeme entwickelt, also nach dem Motto, das Genom ist ein Variationsgenerator und das Gehirn ist ein Variationsgenerator. Nochmal, weil es so wichtig ist. Das Genom ist ein Variationsgenerator. Und das Gehirn ist ein Variationsgenerator. Und wenn jetzt eben das Gehirn eines Tauschhändlers Wahrheiten generiert, sozusagen, dann kann man mit Wahrheiten einfach keine großen Profite machen im Rahmen eines Tauschhandelssystems dieser Art, eines ungelenkten freien Marktes. Im Rahmen eines ungelenkten liberalen freien Marktes kann man keine Gewinne machen, weil oder nicht genügend Gewinne machen, um viele Kinder zu ernähren, weil man ganz einfach sozusagen mit Wahrheiten die Menschen ja nicht unglücklich machen kann, nicht manipulieren kann, ihre naturgegebenen Glücksmöglichkeiten zu unterdrücken und damit kann man keine Konsumsucht erzwingen und damit kann man keine kaufsüchtigen Kunden erzeugen und dann geht man pleite. Und Siemens, ja, sozusagen, natürlich muss sich Siemens quasi beteiligen an dem Kohlegeschäft in Australien, komme was wolle, denn
wenn der Siemens-Chef die Wahrheit erkennen würde, dass sowieso sein ganzes Handeln in der Gesellschaft sozusagen zum Schaden aller Menschen auf der Erde ist, sozusagen, wenn er diese Wahrheit erkennen könnte, wenn er also nicht ein Irrtumsmemträger wäre, sondern ein Wahrheitsmemträger, dann müsste er ja hingehen und sagen, ich fordere sofort von der Bundesregierung, dass wir den Kapitalismus beenden und dass wir gemäß dem Konzept der zweiten Scientists for Future 2, also der kapitalismuskritischen Wissenschaftler, sozusagen den Kapitalismus beenden, der mich ja zwingt, über Leichen zu gehen und auf Kosten der Menschen und der Umwelt Profite machen zu müssen, sozusagen. Ja, aber da der Siemens-Chef ist natürlich auch ein Irrtumsmemträger, der also gar nicht erkennt, dass sein Lebenswerk daraus besteht, über Leichen zu gehen und Menschen zu schädigen und die Umwelt zu schädigen und so weiter und dass er daran Profite macht, ja. Also ein Irrtumsmemträger ist ja eben genau der, der Menschen so manipulieren kann, dass er also den Menschen sagt, also hier, wenn ihr eure natürlichen Glücksquellen und Lustquellen auslebt, dann ist das unschicklich, dann ist das unkeusch, unmoralisch und so weiter. Und so weiter, dann werden die Menschen verklemmt und er kann viele Produkte verkaufen und viele Süßigkeiten verkaufen, viel Alkohol, viel Zigaretten verkaufen, weil die Menschen alle unbefriedigt sind und deswegen konsumsüchtig werden. Und dann kann er davon hier 2 Kinder ernähren und in der nächsten Generation sein Kind kann dann wieder 3 Kinder ernähren. Und so breitet sich dann ein florierendes Tauschhandelsimperium aus. Und überall werden diese Irrtumsmeme verbreitet, die die Menschen im Kapitalismus unglücklich und krank machen und damit zu Konsumierenden machen. Das ist das Entscheidende. Und Professor Max Otte und Dr. Markus Krall, das ist also sinnloses Gerede. Warum ist es sinnloses Gerede? Weil wenn ich nicht zurückgehe auf die Wurzel, also an den ersten Punkt, an dem ein Züchtungsprozess und die Natur ist ja auch mit Variation und Selektion, also die Natur züchtet schon, das ist ja ein natürlicher Züchtungsprozess, natürliche Zuchtwahl hat es Charles Darwin genannt, oder es ist eben künstliche Züchtung, nur eben beim Tauschhandel ist es quasi letztendlich eine von uns nicht reflektierte und unreflektierte Züchtung sozusagen und letztendlich hat unsere Erfindung des Tauschhandels Irrtümer gezüchtet, die Wahrheiten weggezüchtet sozusagen und die Irrtümer, die unser Leben zerstören und die gesamte Erde zerstören und das Klima zerstören und alles zerstören. Diese Irrtümer und Unwahrheiten hat unser Tauschhandelssystem gezüchtet und es macht überhaupt keinen Sinn, über irgendwelche Spätfolgesymptome und Crashes zu diskutieren und so weiter. Man muss geschichtlich, evolutionsbiologisch immer auf den Anfang einer Sache zurückgehen. Und der Anfang einer Sache ist eben in dem Fall die Erfindung des Tauschhandels und quasi das Finden eines Wildkohles, ja, aus dem heraus dann ein Züchtungsprozess beginnt, in dem Fall mit künstlicher Züchtung. Ja. Hier ist es eben die Erfindung des Tauschhandels, die systematisch Irrtumsmemträger, also Irrtümer, die Menschen krank machen, unglücklich machen und in Kriege verwickeln und zu Kriegen aufhetzen. Solche Irrtümer bringen Gewinne, bringen viele Nachkommen, weil man reich wird dadurch und kann für sich viele Nachkommen leisten und dann entstehen Imperien, die Irrtümer ausbreiten und die ganze Weltbevölkerung kriegsbereit machen, sich bereit machen, dass man sich in den Krankenhäusern abschlachten lässt, gewinnbringend und dass man sich von unserer Lebensmittelindustrie gewinnbringend vergiften lässt mit Billigprodukten sozusagen, Billigzuckern und ähnlichen Dingen. Ja? Also das ist das Grundproblem sozusagen. Im Kapitalismus stirbt Wahrheit aus
und gewinnbringende Irrtümer breiten sich aus. Und wenn man darüber nicht redet, hat man von Wirtschaft keine Ahnung und dann sollte KenFM auch nicht solch eine völlig unsinnige Sendung machen, die insgesamt nur langweilt und nervt und so weiter. Ja. Alles klar, bis bald. Tschüssi. Ach so, zum Schluss vielleicht noch zur Lösung, also damit wir das nicht vergessen haben. Also der Kapitalismus, der erste Schritt zur Beendigung des Kapitalismus, es sind viele und mehrere Schritte, aber der erste Schritt ist die Einführung, dass ich erst einmal mächtig werde. Ich kriege in Zukunft eine regelmäßige neue Wahlstimme, meine Wohlfühlnote. Ich kann also dem Staat und der Wirtschaft rückmelden, wie es mir wirklich geht. Und wie es wird auch noch erfasst, wie mein tatsächlicher Gesundheitszustand ist, ob ich häufig operiert werden muss oder seltener operiert werden muss und so weiter. Und alle, die im Moment kapitalistische Wirtschaft betreiben, hören in dem Moment sofort auf mit dem, was sie tun und machen eine 180-Grad-Kehrtwende, weil sie sagen, ja hoppla, jetzt kann ich ja nicht mehr Profit machen, indem ich möglichst viele Leute krank und tablettensüchtig mache und dadurch möglichst viel verdiene, sondern ich muss jetzt dafür sorgen, dass meine Kunden nie mehr krank werden. Und der Lebensmittelhändler weiß, aha, am meisten verdiene ich in Zukunft nur noch, wenn meine Kunden nie krank werden. Ja? Also muss ich also mein ganzes, alles total umstellen. Also es gibt dann vom kapitalistischen Überleichen gehen, Menschen krank und konsumsüchtig und unglücklich machen, dreht sich alles um mit diesem ersten Ausstiegsschritt aus dem Kapitalismus dreht sich alles um und alle, die irgendwas arbeiten, haben nur noch ein Ziel, dass die anderen, mit denen sie zusammenarbeiten oder an denen sie arbeiten, sich wohler fühlen und gesünder werden und glücklicher werden. Und das ist doch schon mal ein guter Anfang für einen Ausstieg aus dem Kapitalismus. Tschüssi!